Aitana, die KI-generierte Lust. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Neon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die ganze Community und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein, welches heißt Aitana, die KI-generierte Lust von Clownswelt. Ich weiß nicht, was hier passiert. Ich habe die ersten paar Sekunden mir reingezogen und das ist eine wilde Geschichte, die hier erzählt wird. Und da gehen wir jetzt rein, ja? Daumen nach oben da lassen, Kommentärchen schreiben, Kanal abonnieren. Der Peter geht los, Leute. Das ist eine wilde Geschichte, wirklich. Ab geht's. Hallo Freunde und herzlich willkommen zu Clownies NPC Dystopie-Welt. Ich habe mir heute für euch eine Frage gestellt. Existiert er wirklich? Und keine Sorge, ich rede nicht über Gott, ich rede über den perfekten Simp-Magnet. Die weibliche Verkörperung einer Gelddruckmaschine, die es vermag, zuverlässig und rund um die Uhr verfügbar, die zutiefst im Umgang mit Frauen verunsicherten jungen Männer zahlungswillig für immer an sich zu binden? Davon gibt's einige, wie wir vorhin besprochen haben. Und ich habe die Antwort gefunden und diese lautet ja. Ich präsentiere euch Aitana Lopez, vom Telegraph beschrieben als das heißeste Model Spaniens. Oh shit. Der erste Post von ihr ist vom 7. Juni dieses Jahres und seitdem hat sie es geschafft, ganze 200.000 Follower auf Instagram zu sammeln. Das So, Freunde, passt auf jetzt, der Twist kommt gleich. Und eine beeindruckende Leistung. Auch hat sie es in dieser kurzen Zeit geschafft, lukrative Werbedeals ans Ufer zu ziehen, wie hier zum Beispiel Victoria's Secret. In diesem Post hier schreibt sie folgendes. Man sieht's aber auch schon ein bisschen, finde ich. Eid für das Wochenende mit meinem Ledergöttin-Outfit. Okay, welches Wort beschreibt Ihrer Meinung nach meine Persönlichkeit oder meinen Stil am besten? Sag es mir, ich freue mich sehr, deine Kommentare zu lesen. Tja, welches Wort Ihre Persönlichkeit am besten beschreibt? Es ist nur ein Wort. Fake. Einfach nur Fake. Denn Aitana Lopez ist nicht echt. Sie existiert nicht und hat auch nie existiert. Sie und damit ihr Content sind zu 100% KI generiert. Digga, das musst du dir mal reinziehen, Digga. 200.000 Abonnenten hat die sich aufgebaut. Davon 90% Simps, die nur darauf hoffen, vielleicht irgendwann eine Chance bei ihr zu bekommen. So. Und die ist nicht mal echt. Irgendwann gibt's Jungs, die OnlyFans-Mädels abonnieren, die KI sind. Das musst du dir mal reinziehen, Bro. Das können wir doch nicht zulassen, meine lieben Freunde. Ach Freunde, auf was für eine schöne Zeit wir da doch zusteuern. Doch das hält ihre Macher, ihre Erfinder oder Programmierer. Ich meine, ey, die ist jetzt nur KI. Aber viele Frauen, die Geld machen mit den Sims, mit den Jungs, die keinen Zugang zu Frauen haben, so, sind auch zu 50% Fake, sage ich jetzt einfach mal so. Fake Titten, Fake Lippen, Fake Nasen, Fake Ärsche, ist auch alles Fake. Make-up, Fake Haare, weißt du, wie ich meine? So. Ist doch nicht attraktiv. Es ist crazy, in was für eine Richtung wir gegangen sind, dass wir das mehr attraktiv finden als eine natürlich schöne Frau. So. Natürlich nicht davon ab, ihr eine authentische Influencer-Persönlichkeit zu verleihen. Bin gerade aufgewacht, alles natürlich. Dazu sehen wir sie mit etwas wilderen Haaren in ihrem nicht existenten Badezimmer stehen. Das ist krass, Digga. Sympathisch. Oder hier, sie frisch nach dem Training. Es gibt Tage, da kostet das Training etwas mehr als an anderen, aber danach fühlt man sich lebendiger als je zuvor. Was meint ihr? Lebendiger? Stell dir mal vor, das ist irgend so ein Dude einfach, der gesagt hat, komm, machen wir mal einen Account. So, fit, Aitana, tue ich jetzt auf Mädel machen und gucken, wie viel Follower ich aufbauen kann, Digi. Und dann funktioniert das einfach, bruv. Der Bruder hat sogar Sponsoren gekriegt. Als je zuvor. Ja, und natürlich gehört zur Influencer-Persönlichkeit auch das Reisen dazu. Hier sehen wir sie, oder besser es, am Flughafen Barcelona. Und meine lieben Freunde, das ist für mich jetzt noch nicht das Dystopischste an der Sache. Das Dystopischste an der Sache ist... Krass, aber ich sag dir ehrlich, man kann es vielleicht ein bisschen erkennen, aber die sieht so ein bisschen im Face, wenn du so guckst, Digga, das sieht schon komisch aus, weißt du, es sieht schon so... Geht schon in diese KI-Richtung rein, aber es sieht trotzdem extrem real aus. Wenn du nicht richtig hinguckst, dann denkst du, das ist real, Bro. Und ich glaube, diese Bilder und so und die auch Videos, du hast ja gesehen, es gibt ja sogar Videos von ihr. Hat die nicht da trainiert auch eben und so am Anfang? Irgendwann wirst du gar keinen Unterschied mehr sehen, glaube ich. Irgendwann werden die KI
Menschen vielleicht sogar realer aussehen als echte Menschen, die einfach 10 OPs hinter sich haben, so weißt du? Dass dem Großteil der Kommentatoren unter diesem Post es entweder nicht gewiss ist oder egal ist, dass die Person weder existiert, empfindet oder jemals in Madrid war. Sam! 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 Ja, Digga! Sie verdient mit ihrem Content mittlerweile bis zu 10.000 Euro pro Monat und... Nein! Nein! Das alles ohne zu existieren. Die Profi... Höre hinter den Kulissen äußern sich in einer auf mich schon fast zynisch wirkenden Manier. Krass, das sind die, die das gemacht haben, Bro. Ihrer kreierten Wirklichkeit hier bei Euronews. Zitat, wir haben das gemacht, um unseren Lebensunterhalt besser bestreiten zu können und nicht... Ach du Scheiße. ...von anderen Leuten abhängig zu sein, die ein Ego haben, wahnsinnig sind oder einfach nur viel Geld mit Pausen verdienen wollen, sagte Cruz. Tja. What the fuck? Was? Wir haben das gemacht, um unseren Lebensunterhalt besser bestreiten zu können und nicht von anderen Leuten abhängig zu sein, die ein Ego haben. Hä? Wahnsinnig sind oder einfach nur viel Geld mit Posen verdienen wollen. Warum mit Menschen ab? Ja, scheiß drauf, Digga. Ja, Mann, Alter, normale Menschen haben ein Ego, die sind wahnsinnig und posen für Geld. Lass einfach einen Fake-Menschen machen und damit Cash machen. Wenn es doch den perfekten Ersatz gibt, macht es für den desorientierten jungen Mann, der in seinem Zimmer vor dem Bildschirm sitzt mit der Kleenex-Packung rechts von sich, denn überhaupt einen Unterschied, ob die Person echt ist oder nicht? Wird er jemals einer echten Influencerin näher kommen, als er es bei Aitiana vermag? Traurigerweise leider nicht, Digga. Die Antwort ist natürlich nein. Und deswegen funktioniert es so gut. Sie schreiben weiter, dass sie sogar Nachrichten erhält, Privatnachrichten von Prominenten, die nicht wissen, dass Aitiana keine echte Person ist. Sie bekommt also Nachrichten, ohne dass Menschen überhaupt bemerken, dass sie... Drake ist bestimmt mal in die DMs reingeslidet. What's up, girl? How you doing? Echt ist. Nice. Eines Tages schrieb ein bekannter lateinamerikanischer Schauspieler eine Nachricht, um sie um ein Date zu bitten. Dieser Schauspieler hat etwa 5 Millionen Follower und einige aus unserem Team haben sogar damals seine Fernsehserie geschaut. Er hatte keine Ahnung, dass es Aitiana nicht gab. And who's that? Oh, it's Mr. MVP, MVP, Sim! Und das sind sie also. Person hinter Aitiana und natürlich, wie könnte es auch anders sein, bedient Aitiana den Sektor, der am Ende die perfekte Ausnutzungsspirale des Sims komplett macht. Unter ihrem mit Instagram verbundenen Linktree finden wir den Tab Exclusive Content. Och nö, Digga. Und was sich dahinter versteckt, sollte auch dem Letzten zu diesem Zeitpunkt klar sein. Jo, Digga, Lonely Fans, Bro. Wir werden also weitergeleitet auf... Ey, Digga, Umfrage in den Chat und seid ehrlich, lügt mich nicht an, meine lieben Freunde. Eins in den Chat, wenn ihr schon mal eine OnlyFans-Olle abonniert habt. Eins in den Chat, wenn ihr schon mal Online-Prostitution betrieben habt, quasi. Also eine Online-Prostituierten Geld geschenkt habt, so. Hört auf, mich anzulügen. Einer von euch hat safe schon mal eine OnlyFans-Olle abonniert. Ich hatte es gemacht, wenn ich eine Kreditkarte gehabt hätte. Albert, ich küsse dein Herz, Digga. Respekt für die Ehrlichkeit. Alle, die ehrlich waren, ich küsse euer Herz. Bruderherz. Bruderherz. Jetzt. Du sagst doch immer, ey, ich bin stolz darauf, dass ich so lange Jungfrau geblieben bin. Ich habe erst Bodycount von 1 oder 2 wegen dies, das, bla bla bla. Meinst du echt, es ist förderlich, dann irgendwelche Onlyfans-Mädels zu abonnieren? Wäre es nicht dann doch besser, im echten Leben stattzufinden und versuchen, irgendwas aufzureißen und dann echte Erfahrungen zu sammeln, Bro? Damit degradierst du dich selber. Das ist offiziell Simping. Wenn du eine OnlyFans-Olle unterstützt und ihr Geld schickst, damit du ihre Pussy sehen kannst. So. Das macht was mit deiner Psyche. Das kannst du nicht einfach so abtun als, ja, ist doch easy und so. Ist nicht easy. Das nimmt dir Männlichkeit weg. Das nimmt dir Energy weg. Lebensenergie, Bruderherz. So. Mach das nicht. View einer Konkurrenzplattform zu OnlyFans. Ich habe schon damals in meinem Video über Erwachsenen-Entertainment-Einstiegsdrogen den MPC-Stream angesprochen, der schon früh jungen Zusehern bei TikTok die Praxis und Dynamik schmeckt.
Das haben wir auch gesehen, mein Jutster. Kraft macht, mit Geld eine reale Frau steuern zu können, von ihr als attraktives Idealbild eine noch so kleine Reaktion zu erwerben und für diesen einen Moment den Durst nach Dopaminausschüttung zu stillen. So wird er geboren. Aber wenn das kein Zeichen dafür ist, dass die meisten Männer in unserer heutigen Welt strugglen mit dem Zugang zu Frauen, was mit den Frauen, aber auch mit den Männern selbst zu tun hat, so, das kannst du nicht mehr verleugnen. Weißt du, das ist das beste Beispiel dafür. Dass Jungs gibt, die einfach Geld spenden, damit irgendein Mädel bei TikTok irgendwelche Geräusche macht, so. Ich finde das voll sad, voll traurig, dass ich mir vorstelle, dass es echt so eine Jungs gibt, die so zu Hause sitzen und sich selbst so wenig wert sind, dass die sowas tun. Weißt du? Junge Simp. Wie geht das, Digga? Wie kannst du so sein? Ja. Auch bei Twitch, ja, auch bei Twitch. Es ist ein Durst, der niemals gestillt werden kann, denn Dopamin wirkt auf uns wie eine Droge, die Menschen in den Bann der parasozialen, virtuellen Welt zieht. Schon damals habe ich festgestellt, dass sie über die Verlinkungen ohne viel Umschweife zum Erwachsenen-Entertainment weiterleiten und sie schon früh die oft jungen, aber vor allem männlichen User in die Dynamik der Online-Dirnerei einbinden, sie für sich gewinnen. Doch hier erhält diese von mir angesprochene Dynamik der Ausnutzung eine interessante Wendung. Das Krasse dabei ist, diese Frauen, die ihr da abonniert und denen ihr da Geld schickt und so, die werden euch niemals ernst nehmen. Ihr werdet niemals Potenzial haben, um mit dieser Frau irgendwann eventuell mal was zu starten oder so. Die nutzen euch einfach nur aus für euer Geld und eure Schwäche, eure Traurigkeit, euer Alleinsein nutzen die aus, um euch Geld aus der Tasche zu ziehen. Und die verkaufen euch diese Möglichkeit, dass ihr eventuell vielleicht Chancen bei ihr habt und so. Ist aber nicht so. Ihr werdet niemals Chancen bei so einer Frau haben, solange ihr sowas tut. Weißt du? Dass sie überhaupt, also wer will überhaupt Chancen bei so einer Frau haben, ist für mich die andere Frage, weil ich würde zum Beispiel keine Frau ernst nehmen, die sich online prostituiert, so. Aber das ist natürlich das, warum die Männer da überhaupt Geld hinschicken. Weil die nur ganz, auch wenn es nur 0,001% in ihrem Kopf ist, wo die denken so, vielleicht ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich sie irgendwann in echt sehen darf, da und deswegen schicke ich ihr jetzt Geld und so einen Scheiß. Weißt du, wie ich meine? Fuck. Innerhalb von 7 Jahren hat sich die Bildtechnologie so weit verbessert, dass sie so nah an der Perfektion ist, dass man kaum, wenn überhaupt, den Unterschied erkennen kann. Auch in Sachen Videotechnologie macht das Ganze atemberaubende Fortschritte. Die Nicht-Existenz scheint dabei dem Erfolg keinen Abbruch zu tun. So lesen wir, dass der Gründer von Fanview aus... Wie jetzt? Die war nicht echt. Die ist nicht echt, oder was? ...sagt, dass sie so nah an der Perfektion ist, dass man kaum, wenn überhaupt, den Unterschied erkennen kann. Auch in Sachen Videotechnologie macht das Ganze atemberaubende Fortschritte. Nein! Was? Die nicht. Wir sind gefickt. Existenz scheint dabei dem Erfolg keinen Abbruch zu tun. So lesen wir, dass der Gründer von Fanview ausspricht, was unseren Vermutungen weiteren Aufwind gibt. KI-Ersteller machten letzten Monat 15% unseres Umsatzes aus, was wirklich beeindruckend ist. Das sind mehr als 100% mehr als im Vormonat und das ist ein progressiver Anstieg. Das Interesse wächst. Ja, das Interesse wächst, das kann man wohl so sagen. Für jeden, der sich in diese Welt begibt, wird es das perfekte generierte Gegenstand. Jungs, spätestens jetzt ist doch der Zeitpunkt gekommen, wo wir uns darauf einigen können, dass wir uns keine Pornos mehr reinziehen oder irgendwelche Online-Prostituierten abonnieren, oder? Jungs, können wir uns da jetzt darauf einigen, dass wir uns damit selbst kaputt machen und dass wir quasi eventuell uns befriedigen auf einen Menschen, der nicht mal echt ist, so? Ist es dann so weit weg von der Realität, dass ihr selber euch sagt, so ja, Digga, scheiße, ich sollte, glaube ich, am besten damit aufhören. Wir müssen zurück in die Realität kommen, damit wir uns vor sowas schützen, weißt du?
geben. Ich meine, was spricht denn dagegen, den ein oder anderen Parameter der Software zu ändern, um auch die ein oder anderen Makel in die Models hineinzuprogrammieren, um jeden einsamen Mann dann auch wirklich abzuholen? Krasse Scheiße. Blick und die richtigen Parameter erzeugen ohne größeren Kostenaufwand genau das Szenario, in das die generierte Person eingebunden werden soll. Warum sollte es nicht auch in Zukunft oder jetzt schon möglich sein, gegen Aufpreis das Szenario genauestens an die fetischisierten Vorstellungen des zahlungswilligen Sims anzupassen? Die Antwort ist, es wird möglich sein, wenn es das nicht schon längst ist. Die langfristige Prognose, die sich mir aufdrängt, ist die folgende. AI-Models und ihre anzüglicheren Accounts werden den echten Content-Creatorinnen, wohlgemerkt dieses anzüglichen Contents, auf den Plattformen in nicht allzu langer Zeit den Rang ablaufen. Für die Digga! Ey, da musst du als OnlyFans-Olle nicht mal mehr deinen eigenen wirklichen Körper verkaufen, sondern kannst einfach eine KI-Version von dir machen und dich und die bankt sich dann durch. Und zeigt ihre Genitalien und so und macht trotzdem Millionen. Albert sagt, nee, da liegt er falsch. Inwiefern? Am der Schöpfung wird es immer unattraktiver werden, sich dort zu entblößen. Im Gegensatz zur KI-Frau werden sie krank, sind nicht immer in Bestform und müssen darüber im Gegensatz zur KI-Frau auch alles selbst produzieren. Sie werden durch die Perfekteren, die auch in ihren nicht perfekten Charakteristika perfekter sind als sie, langfristig werden. Das ist eine Entwicklung, die einen erstmal auf einer naiven, konservativen Art fröhlich stimmen könnte. Weniger Frauen werfen aus dem naiven Verlangen, schnell viel Geld zu machen, ihre Reputation und ihr Leben hofiert. Hey, das OnlyFans-Model geht nach dem Aufhören viral, weil sie sich nicht mehr zu Männern hingezogen fühlt. Ja, warum wohl? Werfen aus dem naiven Verlangen, schnell viel Geld zu machen. Ich fühle mich innerlich ein bisschen tot, sagte sie. Ich fühle mich völlig desensibilisiert und ich weiß es nicht. Das soll nicht lustig klingen, aber ich verspüre wirklich kein Verlangen mehr oder mag keine Anziehungskraft mehr auf Männer im Allgemeinen. Also es macht uns alle kaputt. Die Jungs, die da Geld spenden und rein abonnieren, weil sie einsam und alleine sind und ihren Trieb irgendwie befriedigen wollen und die Creatorin selber. So. Das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist eigentlich, hat einen negativen Effekt auf beide Geschlechter. Auf die Creator und die Leute, die sich das reinziehen. Und es wird trotzdem von überall und allen Seiten gepusht, so. Da sollte man sich mal fragen, warum das so ist. Ihre Reputation und ihr Leben hofiert durch den enthemmten Zeitgeist in die Waagschale und sexualisieren sich weniger. Oh shit, man, Alter, Arafat ist back, Bro. Wir sind da, mein Jutster. Arthur sagt, ich will KI-Zuhälter werden. Ich küsse dein Herz. Arafat sagt gerade, hi Leon, ich bin's Arafat. Hab von anderen Account vergessen. Ich danke dir nochmal viermals für die Hilfe. Es läuft endlich wieder besser mit der Freundin. Bester Mann, Bruder, ja? Super Typ, Bro. Feier ich. Bist du regelmäßig im Gym, mein Jutster? Und hast du aufgehört, dir Pornos reinzuziehen? Sei ehrlich. Ja, bin bei FitX angemeldet, sehe schon anders aus etwas. Bruder, jetzt, Digga, das ist the way, Bro. That's the way, Bro. I like that, man. Wir haben gestern über dich geredet. Dreimal die Woche, mehr geht nicht. Starker Typ, Bruder. Guck mal, das ist life-changing, bruv. Mashallah, Bruder. Weiter so. Im jungen und naiven Alter, um die Miete zu zahlen, während sie gleichzeitig ihre Chancen auf langfristige Partnerschaften erhöhen werden. Gleichzeitig werden sie weniger häufig realer Teil der emotionalen und suchtinduzierenden Ausnutzungsspirale sein, die OnlyFans für mich darstellt. Andererseits existiert das Konzept als solches weiter fort und das in nie dagewesenen, aufregenden und diversen Ausmaßen. Der Unterschied ist lediglich, dass eine Seite halt nicht mehr real ist, aber die andere, konsumierende, oft männliche Seite wird es immer bleiben. Die dystopischen Implikationen, die sich für mich daraus ergeben, sollten bei uns allen vielleicht ein mulmiges Bauchgefühl hervorrufen. In einer Welt, in der klassische maskuline Merkmale wie dominantes Auftreten, Souveränität und ein stabiler Körperbau längst als traditionalistische, rechtsextreme, toxische Stereotypien von links... Ja.
So ist es. Genau so ist es. Das Mannsein wird verteufelt. Das haben wir vorhin im Chat richtig gut gemerkt, Digga. Ich muss es wieder rausholen. Wenn ich hier sitze als Mann und erzähle, was Männer eigentlich wirklich wollen, werde ich von Feministen und Frauen bekämpft und als schlechter Mensch dargestellt. So. Es ist toxisch, Mann zu sein in der heutigen Welt. Und das treibt Männer dazu, weiblicher zu sein, Sims zu sein, die dann zu Hause sitzen, keinen Zugang mehr zu Frauen haben und Geld bei und Frauen bei OnlyFans Geld schicken. Da wollen wir nicht hin. Und auch ihr Frauen wollt das nicht. Es ist einfach so. Wir müssen wieder mehr Stärke, starke Männer haben in unserer heutigen Welt. Ansonsten ist die Welt am Arsch. Brandmarkt. Arthur, sei leise. Du gehörst auch zu denen. Du hast auch den Feminismus Hut angezogen vorhin. Tu nicht so jetzt. Haben junge Männer ohnehin schon ihre Probleme, sich der weiblichen Welt anzunähern, ohne unnatürlich zu wirken, ohne sich zu verstellen, um dem Bild des netten, hilfsbereiten, feministischen, devoten Mannes gerecht zu werden. Ja. Wieso gibt es dieses Problem nur im Westen? Ja, weil hier natürlich halt auch dieses Feminismus-Ding ein ganz anderes Level hat, erstens. Und zweitens in anderen Ländern, meistens da, wo noch nicht so viel Reichtum und Wohlstand ist, die Menschen automatisch zu ihren traditionellen Rollen tendieren. Das heißt, ich glaube auch, dass wenn zum Beispiel jetzt Krieg ausbrechen würde, Horrorszenario, Krieg ausbrechen in der westlichen Welt, in Deutschland etc. pp., dann würden wir ganz schnell wieder Genderrollen haben. Und zwar biologische Genderrollen. Da wird es ganz schnell wieder zu unserer Natur zurückkommen. Da werden wir ganz schnell wieder zu unserer Natur zurückkommen. Und dann werden diese Jungs, die da gerade jetzt sitzen und sich entschuldigen dafür, dass sie Mann sind, entweder draufgehen oder Männer werden. Eins von beiden. Und bei uns in der Küche, da habe ich mich, stand Tanja vor mir, ich bin auf die Knie gegangen, habe mich verbeugt für ihr und habe mich entschuldigt. Dafür, dass du ein Mann bist. Ja, exakt. Eins der verstörendsten Szenen, die ich mir reingezogen habe in den letzten Jahren. So weit gehe ich. Interaktionen zwischen Mann und Frau sind durch den heutigen Zeitgeist komplizierter geworden, als sie es eigentlich sind. Dadurch werden sich weniger Menschen langfristig miteinander binden und versinken dadurch immer mehr im ewigen, egoistischen Selbstbezug. Ein trauriges Zeitzeugnis dieser selbstsüchtigen Entwicklung gibt uns eine kürzlich veröffentlichte Umfrage, nach der 55% der Generation Z und Millennials überhaupt Kinder einplanen. Also ungefähr nur die Hälfte möchte Kinder. Crazy. Vierte der Befragten zwischen 18 und 34 Jahren schließt eine Elternschaft gänzlich aus. Und jetzt kommt der Hammer. Als häufigster Grund gegen den Kinderwunsch wird Zeit für sich selbst. Also egoistische Scheiße, Digga. Ja, ich will Zeit für mich selbst. Ich will traveln, ich will das, ich will dies, ich will so, ich will so. Keine Verantwortung mehr. Nicht mehr darüber nachdenken, dass die Welt auch weiter zivilisiert werden muss. Mal über sich selbst hinausdenken. Mal das Ego zur Seite legen und mal sich selbst fragen, so, okay, was kann ich zur Welt beitragen? Was kann ich zur Gesellschaft beitragen? Ja, ihr habt richtig gehört, Zeit für sich selbst. Was könnte also besser die Zeit für sich selbst füllen, gerade wenn dann doch wieder erwarten, die Sehnsucht nach Zweisamkeit irgendwann einsetzt, als der perfekte generierte Partner? 15 Euro im Monat, der alles tun kann, was man will. Ich sehe da persönlich eine Welt auf mich zukommen, in der diese jungen Männer das Verlangen nach Aufmerksamkeit und Zuneigung im virtuellen Raum stillen werden. Eine AI-Freundin, die dir durch die Programmierung erlernte Unterhaltung bietet, die dir immer das Gefühl geben werden, der eine einzig wahre perfekte Mann zu sein. Die nicht mit dir in Konflikt tritt und sollte dem so sein, was sehr unwahrscheinlich ist, sie ist immerhin eine KI, kann das Fenster einfach geschlossen werden und das Programm neu eingestellt werden. Für jeden wird etwas dabei sein, doch egal was es ist und wie unecht es ist, es wird keinen Unterschied machen, denn unnahbar sind beide, die echt existierende Frau und die KI. In diesem Sinne, ein bisschen ist so. Modernity und Ausschalten schadet nie und PC. Liebe geht raus auf jeden Fall an den Video-Creator Clownswelt. Danke für das Video. Es ist eine sehr krasse Geschichte. Also ich habe nicht gewusst, dass es sowas schon gibt. Dass es wirklich Content-Creator gibt, die Instagram machen, OnlyFans machen, Videos erstellen und so, aber gar keine echten Menschen sind. Ich habe nicht gewusst, dass es das schon gibt. Das ist krass. Das ist das, wo die Reise hingehen wird, meine lieben Freunde. Und davor müssen wir gewappnet sein. Es geht ja nicht nur in die Richtung. Ich glaube, es wird auch so weit gehen, dass, habe ich schon öfter erwähnt, dass irgendwann
es kann jemand kommen und von mir ein Fake-Video machen, wie ich irgendwas erzähle, was ich nie erzählt habe. So. Die KI ist irgendwann so weit, dass die von dir Videos kreieren kann, die nicht echt sind. Dann machen die einen Pornofilm von Leon Lovelock und was auch immer und dann hauen die den raus und das ist eigentlich nur KI. Stell dir das mal vor, was das mit dem Image von den Leuten macht und wie viel Geld damit verdient werden kann und so. Das ist einfach crazy, in welche Richtung wir gehen. Und deswegen, ich sage den Leuten, kommt zurück in die Realität. Weißt du, wie ich meine? Kommt zurück in die Realität. Hört auf, euch Pornos hört auf, euch irgendwelche Glücksgefühle aus dem Internet zu holen. Sondern versucht wieder, euer Leben zu erfüllen und eure Glücklichkeit aus dem echten Leben zu holen. Eure Befriedigung. Das, was ihr haben möchtet, im echten Leben zu suchen und nicht im Internet so. Weil das trennt euch alles von eurer Natur und das wird euch dann in diese Sachen reintreiben, so die ihr nicht wollt. Ich schwör's dir, ich bin schockiert, dass es sowas gibt. Ich schwöre dir, ich bin schockiert. Heftige Scheiße auf jeden Fall. Eure Gedanken dazu unten in die Kommentare rein. Ich liebe euch. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Peace out. Ruff, was ist das? Leon, das ist schon easy möglich und ist auch schon passiert bei gewissen Online-Personen. Es gab schon eine Streamerin, bei der Fotos missbraucht wurden. So auf einfach Nacktfotos gemacht und so, ne? Aber Realität bringt keine Glücksgefühle. Wo sind die Girls? Aber Realität bringt keine Glücksgefühle. Realität bringt keine Glücksgefühle, wenn du keine Girls bekommst, ja. Aber was euch bewusst sein muss, ist, wenn du aufhörst, deine Befriedigung, was das andere Geschlecht angeht, im Internet zu suchen und versuchst, im echten Leben wieder am Start zu sein, dann wird das im echten Leben auch viel besser funktionieren. Das ist euch gar nicht bewusst teilweise, glaube ich. Die Girls fehlen für Realität. Die Girls fehlen für Realität Glück. Guck, das ist das, wie Männer teilweise heutzutage denken. Ja, ey, Girls gibt's eh nicht mehr. Beziehungsweise die gucken mich eh nicht mit dem Arsch an. Dann gehe ich einfach nach Hause und abonniere eine OnlyFans-Olle oder hol mir auf Pornos einen runter, anstatt was aus sich zu machen und der Typ zu werden, der auch Zugang hat zum anderen Geschlecht. So. Das ist nicht der richtige Weg, Bruder. Denkst du, das wird dich glücklich machen, wenn du bis 80 zu Hause sitzt und dir jeden Tag auf Pornos einen runterholst, Bro? Das macht dich nicht glücklich. Im Gegenteil, jeder von uns weiß, wie er sich fühlt, wenn er sich gerade im Porno reingezogen hat und sich dazu selbst befriedigt hat. Digga, ich muss es nicht immer wieder sagen, aber es ist so. Das stimmt, diese digitale Prostitution hält einen davon ab, von echtem Sex. Ja, ist so. Safe. Safe. Hundertprozentig. 100%.